Thomas, am Wochenende heißen die Gegner Bad Nauheim und Kassel. An dich natürlich die obligatorische Frage, wie sieht es im Kader aus und wer ist am Wochenende dabei? Im Kader sieht es gut aus. Wir haben ja am Dienstag noch ein, zwei gehabt, die ein bisschen pausieren mussten, aber ab Mittwoch war komplette Trainingsbeteiligung. Wir haben gut trainiert mit viel Tempo und haben heute noch einen zusätzlichen Spieler mit dem Jeff bekommen und sind sehr optimistisch, dass wir morgen mit 12 Stürmern und 6 Verteidigern auflaufen können. Jeffrey Swess ist der neue Spieler, hat zuletzt in Krefeld gespielt. In der DEL, was erwartest du von diesem Spielertypen? Ja, wir haben ja von Anfang an der Saison ein bisschen nach dem Ersatz für John Koslowski Ausschau gehalten. Lange Zeit hat sich der richtige Spieler noch nicht ergeben und jetzt ging es relativ schnell, weil wir wollten sehr präsenten Spieler, sehr starken Spieler haben, der eben auch gerade vom gegnerischen Tor für die nötige Unruhe sorgen kann, wo wir vielleicht denken, dass wir da noch ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Und ja, jetzt denken wir, ich bin mir sicher, dass wir da den richtigen Spielertyp gefunden haben, der großkräftig und gerade die Durchschlagskraft vorne mitbringt, die wir brauchen noch. Jeff steht heute erstmal im Fokus. Die Gegner wollen wir natürlich aber auch nicht vernachlässigen. Von dir bitte noch ein Wort zu den Gegnern Bad Nauheim am Freitag zunächst einmal. Jetzt kommen zwei Mannschaften, Kassel, Bad Nauheim. Ich glaube, das sind die Mannschaften, wo wir um die Plätze spielen werden, um die Playoff-Plätze, wo wir den direkten Konkurrenten eben auch vielleicht wieder überholen können, gerade Bad Nauheim, die gerade auf dem 6. Platz sind, die zurzeit aus einer sehr sicheren, sehr kompakten Abwehr mit einem sehr guten Torhüter spielen, letzte Wochenende zwei Siege geholt haben und gegen gute Mannschaften in Bremerhaven und zu Hause gegen Rosenheim. Aber wir haben das schon zweimal gezeigt, wie wir sie schlagen können. Und das heißt, sehr viel Druck ausüben auf ihre Verteidiger, sehr viel Power vorne reingehen und sehr viel aufs Tor schießen. Dann ist die Mannschaft bezwingbar und das ist natürlich unser Ziel für Freitagabend. Kassel ist bekannt dafür, gerade bei Heimspielen immer die Zuschauer gern in den ersten Minuten auf ihre Seite zu ziehen. Wie stellst du dein Team darauf ein? Hast du da einen besonderen Trick, weil du ja schon sehr häufig die Atmosphäre in Kassel auch erlebt hast? Ja, das ist ganz, ganz wichtig, den Druck aus dem eigenen Drittel rauszubekommen, weil Kassel wird kommen, sie werden vorchecken, sie werden mit zwei, drei Stürmern reingehen, sie werden versuchen, hart zu gehen, sie wollen die Zuschauer mitnehmen, die wollen Power-Eishockey spielen und das ist immer ganz, oder von Vorteil, wenn man gerade die ersten 10 Minuten ohne Gegentor übersteht, selber vorne Druck aufbauen kann. Aber das Wichtigste ist da natürlich die Scheiben aus dem eigenen Drittel rauszubringen. Und da werden wir uns aber erst ab Samstag vorbereiten. Fokus ist jetzt erstmal Freitag gegen Bad Nauheim. Vielen Dank, viel Erfolg. Keine, danke. Jeff, willkommen in Dresden an dich. Du bist heute nach Dresden gekommen, hast das erste Mal mit der Mannschaft trainiert. Mhm. Wie ist dein erster Eindruck von dem Team? Ah ja, das ist eine gute Mannschaft. Ich habe letzten Sonntag zum Kaufborn und schauen auf dieses Spiel. Und denke ich, passt gut hier und freue mich sehr für morgen. Wie war dein erstes Training heute für dich persönlich? Ja, es ist ein bisschen hart. 3 Wochen Pause auf dem Eis und natürlich, das ist mit unterwegs gestern nicht gut genug essen und war ein schlechtes Feeling on the ice, but das ist ganz normal und jetzt ist es past and now it's only good things now. Wie lange brauchst du, um wieder in deinen Rhythmus zu finden? Hast du da eine Erfahrung aus der Vergangenheit, wie lange du brauchst? I'll be fine by tomorrow. Just need gut essen und gut schlafen und dann los geht's. Kennst du schon einige Spieler aus der Mannschaft? Hast du schon mit einigen in einem Team gespielt zuvor? Ja, er hat mit Peter Matholder in Augsburg gespielt und viele Spieler hat freuen wir when you say this, 6 degrees of separation, everybody in the Eishockey-Welt know somebody that is your friends with, and so it was a ganz good reception and it was gute Kabine, a good feeling in the room, and I just try to blend in and enjoy it and come together quickly with the Mannschaft. Kommst du alleine nach Dresden oder bringst du deine Familie mit hierher? Nee, er kommt alleine zum Dresden. Deine Familie lebt wo? In Augsburg. Ja. Was ist dein Ziel fürs Wochenende? Dein Ziel, mein
den Goal gewonnen. Das ist immer der schwierige Punkt, das ist der Totalpunkt. Egal, der Torschießen oder was passiert, das ist zwei Punkte, das ist der schwierige Punkt. Oder drei Punkte, das ist drei Punkte? Drei, Entschuldigung. Wir drücken die Daumen, dass du einen guten Start hast in Dresden und hoffen natürlich auf zwei Siege für die Dresdner Alte. Dankeschön. Viel Erfolg dir. Ja? Danke.